Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minibike Nachtsimulator. Also Fahrsimulator. Ach, ich hab's versaut. Nee, natürlich zu 7 Days to Die. Oder 7 Days, um einen See zu umrunden. Ich versuche immer noch auf diese Insel da drüben einen Weg zu finden. Und bis jetzt gibt's da einfach keinen. Aber vielleicht um die nächste Biegung. Ich habe noch nie aufgegeben. Hoffnung stirbt wie bekanntlich zuletzt. Und ich hoffe, da einfach noch rüberzukommen. Das muss doch einen Weg geben. Also wo ein Wille ist, ist ein Weg, sagt man so schön. Und der Wille ist da. Also muss der Weg auch da sein. Ach ja. Ja. Ich guck mal, vielleicht bin ich ja schon immer ringsrum. Moment, ist das ja vorne Nitrat? Nee, das ist ein Stein. Ach du Schande, ist das wirklich? Ja. Ich kann ja noch ein Stück weiter fahren, ne? Ja, da ist der Händler. Ja, gibt's kein Rübergehen. Und da jetzt gleich Nacht wird und die Händler da sowieso alle zu haben. Und ich jetzt nicht bei der Nacht unbedingt graben muss. Ich möchte, fahre ich jetzt doch zu meiner Basis zurück. Ich sehe auch gerade, ich habe Hunger, ich habe Durst. Das hatte ich kein Licht an. Sehr gut. Alles rein hier. Auftanken könnte ich nochmal. Ach, Wasser. Rein da. Und auffüllen. Das reicht nicht mal ganz. Wieder keine Nähe kann. Schade, schade, aber ich habe den Bogen. Der ist jetzt deutlich besser. Ich habe einen Motor gefunden. Ich habe einen tollen Desert. Das war ja nicht ganz umsonst. So, dann nehmen wir mal hier das mit. Das, das. Gucken, was haben wir denn jetzt? Ob da alles was sinnvoll wäre? Oh, na gut, Wasser haben wir unten genug. Ich davon irgendwas. Ja. Eigentlich nie wirklich. Kann ich. Ach, Kohle hab ich noch. Kohle hab ich einstecken. Sand. Ja. Okay. Das Schlimmste ist, ich weiß schon gar nicht mehr, wozu ich das Tool und Dice brauche. Irgendwas war das wichtig. Ach, stimmt, hier mein Insulator. Dafür brauchte ich das. Sehr schön. Und der ist hier fleißig am Einschmelzen. Oh, ich sehe schon. Gut, dass ich zurück bin. Okay. Dann können wir mal wirklich mit den wichtigen Sachen anfangen.
Press einschmelzen. Nein, nur noch Iron. Rein damit. So, wo hatte ich mein Orgel? Ach, Moment. Ich habe da noch andere Sachen einstecken. Ist davon irgendwas hier? Ah ja, doch, die Eier. Der Rest. Nehmen wir mal mit. Draht bleibt hier. Kohle bleibt hier. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Sehen uns gleich wieder. Und da geht's wieder nahtlos weiter. Zumindest für euch. Jo, ich sollte mal was essen und was trinken. Immer noch nicht voll. Dann halt noch was. So. Hat schon eingeschmolzen. Dann geht's hier weiter. Was? Da schon, da hockt ein Zombie in der Ecke. Mechanische Teile, das rein, das. Das, das geht woanders rein. Den Helm. So, Licht wieder an. Munition, da rein. Da hatte ich, achso, da fehlt noch das Teil. Gunpowder. So, den Orca hatte ich hier drin. Ja, da brauche ich natürlich immer noch einen besseren Motor. Oh, coole Sache. Und immer noch näher kann. Was? Was hab ich denn? Was ist hier denn sowas immer? Toll, das hat ja gar nichts gebracht. So, das ist aufgeräumt. Und auch hier rein. Okay. Moment, da ist ein Airdrop. Oh, okay. 128. Athletics 60, Moment. Dann kann ich doch... Achso, ich habe bloß 3 Punkte. Dann konnte ich doch irgendwas Neues skillen. Was war denn das? Das kann ich skillen. Mit 25 Punkten, die ich nicht habe. Naja, gut. So, was wollte ich jetzt hier? Naja, war ich fertig. Holz, Brass, Blei. Okay, das sieht so aus, wenn es ein bisschen dauert. Das kann hier rein. Stimmt, ich hätte ja so ein paar Schatzkarten ausgegraben. Da kann ich die jetzt ja wieder annehmen.
Okay, das haben wir wohl noch nie. So. Ich bin voll. Alles super. Ich sollte mir was zum Heilen mitnehmen. Okay. Noch ein bisschen nachfüllen. So, da-da-da-da-dum. Hier nochmal Stahl. Ach, die hat ja anders hingeräumt, stimmt. Steine, und die kann ich rausnehmen. So. Ich glaube, ich hätte jetzt mal Lust, den Orga auszuprobieren. Gut, das ist gut. Komm. Es kann jetzt nett sein, dass hier nichts, kein Beton gemacht wird. So. Ich brauche Benzin. Da ist noch... Oh ne, hier ist da welches drin. Repair-Kits. Und dann bauen wir uns gleich mal noch ein paar neue. Repair-Kit. Repair-Kit. Was fehlt da noch? Forged Iron. Wieder rein. Die kann auch rein. So. Dann teste ich den doch mal. Lass mal gucken, wo das war. Ne, das war Goblin Nummer 2. Das war mein angefangenes Schlafzimmer. Hier. Okay. Dann da hole ich mir nochmal noch was. Das gefällt mir nie. Das und... Ach so. Ich sollte das Ding ja gleich mitbauen. Ein bisschen Beleuchtung rein. Und etwas Beton bitte. Nein, Beton ist hier. So. Nein, nach oben.
Sowas hier gefällt mir nicht. Das muss alles schön fertig aufgewertet sein. Was? Meine Brücke hat Schaden. Oh, den machen wir mal lieber zu. Und ich muss einfach mal... So. Das wird jetzt laut werden. Ich mache wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeitraffer draus und ein bisschen Musik drüber, damit das erträglich ist. Also bis gleich. Ja, der Sprit ist alle. Ich habe ihn voll mit Steinen. Ich lasse es jetzt erstmal in dieser Folge dabei. Aber ich habe jetzt so viel Lust. Ich bin jetzt richtig angefixt. Ich werde jetzt den Tunnel in einer kleinen Sonderfolge wieder bis zu Ende graben. Und das komplett im Zeitraffer. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Kommentare. Aber das kennt ihr ja schon. Und... sagen wir jetzt mal hier alles. So, das geht schon schnell. Steine, oh, ich habe jede Menge Steine, herrlich. Und Eisen. Kisten sind ja schon wieder langsam leer geworden. Ich habe lange nie gegraben. Oh, der hat sogar fast alles Brass eingeschmolzen. Aber da gibt es ja zum Glück noch jede Menge mehr. Das
werde ich jetzt so nebenbei in der nächsten Folge einfach alles auch noch ein bisschen mit einschmelzen und reinwerfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten kommentierten Folge, also sozusagen in der übernächsten Folge dann, wieder. Und dann mal sehen, was ich dann mache. Dann ist, Moment, wir haben jetzt, na, dann wird noch nie Tag 63 sein, das glaube ich nie. Also wahrscheinlich dann wieder Händler besuchen und auf, was fehlt mir denn noch? Auf die Nähe kann hoffen. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim selber zocken und macht's gut, bye bye.